Wir benötigen Mehl, Zucker, Butter, Vanillezucker, Ei, etwas Rum und Backpulver. Zuerst wird das Ganze zu einem Teig verknetet. Danach könnt ihr euch schon einen Teil eures Teigs nehmen, ihn ausrollen und auf die Größe eures Springformbogens ausschneiden. Danach könnt ihr den restlichen Teig schon in eure Springform drücken. Für die Füllung benötigen wir Zucker, Zimt, Vanillezucker und Paniermehl. Und natürlich Äpfeln, die ich schon gerieben habe. Das Ganze wird dann gut miteinander vermischt. Von den Äpfeln wird übrigens vor dem Vermischen der Saft ausgedrückt. Und danach könnt ihr eure Äpfel schon in die Springform geben. Den Teig in der Springform habe ich noch mit einer Gabel eingestochen. Der Teig, der dann noch übersteht, den klappt ihr dann am besten nach innen. Darauf wird nachher euer Deckel befestigt. Danach könnt ihr den eingeklappten Teig mit Eigelb, das mit etwas Wasser vermischt ist, bestreichen. Danach könnt ihr bereits euren Deckel darauf legen und ihn euch zurechtdrücken. Der Deckel wird dann mit dem Eigelb ebenfalls bestrichen und danach mit der Gabel ein bisschen eingestochen. Danach kommt der Apfelkuchen bei 180 Grad ca. 35 bis 40 Minuten ins Backrohr. Das ist natürlich je nach Backrohr unterschiedlich. Wenn er oben aber eine schöne Farbe hat, sollte er normalerweise durchgebacken sein. Ich habe meinen Kuchen nach dem Abkühlen noch mit Zuckerglasur bestrichen und Zimt darauf gestreut. Ihr könntet ihn aber auch nur mit Puderzucker bestreuen oder so lassen, wie er ist. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Kommentare, Daumen hoch und natürlich euer Abo dalasst. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.